Hast du noch Brot zu Hause und Knoblauch? Sehr gut. Wird schon noch gehen. Über die Knoblauchzehen kommt Olivenöl, Salz und ab in den Ofen. Nach 15 Minuten nehmen wir das Baguette raus. Heiß. Und der Knoblauch geht wieder in den Ofen. Nach 30 Minuten bei 180 Grad im Ofen ist auch der Knoblauch fertig. Entweder ein Baguette mit viel Knoblauch oder zwei mit wenig. Darauf kommt frische Petersilie, Burrata, Pfeffer und wer hat Trüffelöl, ansonsten Olivenöl. Knoblauchbrot mit Burrata und Trüffelöl. Boah, so gut. Sorg dafür, dass du genügend Knoblauch zu Hause hast, dann kannst du gleich zwei davon machen. Guten Tag.